Marco Rima, eine Bank engagiert Künstler. Andere Banken geben das Geld auf Amerika, kann ich hier sagen. Wie ist das für einen, hier aufzutreten? Also, als mich Raiffeisen angefragt hat, habe ich nicht müssen ups machen, sondern ich habe mich gefreut, weil ich bin auch ein Mitglied von dieser Genossenschaftsbank. Und als Mitglied hat man natürlich auch Verpflichtungen. Frontdienst, den man leisten muss. Und als Innerschweizer habe ich jetzt müssen den Aussenbereich Wallis übernehmen und leiste hier meine Fronarbeit. Macht sehr viel Spass. Man spürt auch, die Kultur ist sehr willkommen hier im Wallis. Man sehnt sich nach Kultur, gerade aus der Innerschweiz. Und von dem her macht es viel Freude, hier aufzutreten. Hier die Abend auf der Schlossnacht, die stehen ja unter dem Motto «Grosse Momente». Ich glaube, ihr habt euch eine riesengroße Kulisse, wenn ihr von der Bühne hier das Stockhalper Schloss seht. Ja, auf jeden Fall. Es ist einmal beeindruckend, das Schloss zu sehen. Und ich weiss auch, dass das Schloss ja von der Stadt Brieg in einer geheimen Abstimmung übernommen worden ist. Es sagt sehr viel über die Demokratie aus. Es war ja auch ein Zweitwohnungsbau vom Stockhalper damals. Man hat nicht gewusst, ob er es durch oder nicht. Aber wie das ja im Wallis ist, man bringt immer noch alles, bevor es dann anders entschieden wird, dann noch rein. Und von dem her macht es eine riesen Freude, runterzuschauen auf die vielen Gesichter, die sich freuen und einmal auf den unbeschwerten Abend geniessen können, ohne dass eine Politik im Nacken ist. Was mich auch sehr freut, ich sage ja immer, das Ursprüngliche kommt aus dem Lateinischen. Also das Primitiv heisst das Ursprüngliche. Und alles hat ja mit dem Ursprung angefangen, also mit dem Stadtpräsidenten von Brieg. Und das ist schön.